Die Welt kann dankbar sein, dass es mich gibt. Und das ist der Grund, warum die meisten heute in unserer Welt nichts erreichen, obwohl sie alles erreichen könnten. Für die meisten ist Stottern ein Problem, nicht aber für Artyom, mit welchem Trick der Duisburger damit sogar zum Millionär wird. Im letzten Video haben wir darüber gesprochen, dass jeder selber schuld ist, wenn er nicht sein Traumleben lebt und nicht alles erreicht, was er erreichen will, weil noch nie es so einfach war, auf der Welt sich das Leben nach eigenen Wünschen zu kreieren. Ich muss dir aber sagen, ich weiß, warum das so ist und warum die meisten nichts reißen und nicht ihr Traumleben sich aufbauen, obwohl sie alle Chancen der Welt haben. Wir Menschen machen etwas immer aus zwei Beweggründen. Einmal weg von und einmal hinzu. Also weg von etwas, das heißt Beweggrund Schmerz, weg von Armut, weg von Angst, weg von Schmerz durch den Arbeitgeber, weg von Abhängigkeit. Oder der Grund hinzu, das heißt hin zum Traum, hin zum Ziel, hin zum zu etwas, was man erreichen will, hin zur Vision, hin zu Glück, hin zu Erfüllung, sowas halt. Also immer weg von oder hinzu. Und die wenigsten kriegen es hin, ein spürbares und ein effektives Hinzu zu kreieren. Deswegen bewegen sich die meisten Menschen aus dem Beweggrund weg von. Das heißt, weg von der Angst, in finanzieller Armut zu sein, weg von der Sorge, kein Dach über dem Kopf zu haben, viele auch weg von Schulden. Das heißt, der Beweggrund ist etwas Negatives, Beweggrund Angst, Beweggrund Schmerz. Der kann sehr stark sein, der kann uns zu Höchstleistungen bewegen. Aber wenn der nicht stark genug ist, dann machen wir nichts, wenn wir kein Hinzu haben. Und bei uns in Mitteleuropa ist alles geebnet, ist alles geregelt, alles ist easy. Die Bedürfnispyramide, die Grundbedürfnisse sind bei uns immer erfüllt. Also niemand in Mitteleuropa muss hungern, muss auf der Straße übernachten, muss ums Überleben kämpfen. Wir haben immer vom Staat genug Nahrung, Dach über dem Kopf, Krankenversicherung. Das heißt, die Grundbedürfnisse sind gedeckt. Und wer die Bedürfnispyramide kennt, er weiß, ganz oben ist immer die Erfüllung. Ganz oben ist der Wunsch nach mehr. Ganz oben in der Bedürfnispyramide ist ja etwas aus sich machen, und das kommt erst, wenn die Grundbedürfnisse erfüllt sind, und die werden erfüllt durch die Angst, durch weg von. Aber wir müssen keine Angst haben, uns wird es immer gut gehen. Das heißt, wer in unserer Zeit erfolgreich werden will, braucht den Beweggrund weg von. Nicht weg von, sondern hinzu. Was laberst du? Hast du überhaupt gelernt? Das heißt, hohe Ziele. Wie Steve Jobs gesagt hat, er wollte eine Delle ins Universum hauen. Und das hat er geschafft. Er hat die Welt verändert. Und nicht aus Angst zu verhungern, das war dem scheißegal, sondern aus dem Wunsch, nach oben zu kommen. Aus hohen Visionen und hohen Zielen. Also durch den Beweggrund hinzu. Das heißt, du hast keinen Beweggrund weg von, weil dir geht's gut, außer du bist voll am Arsch, du hast Schmerzen, voll fehlendes Selbstbewusstsein, 50.000 Euro Schulden oder so, oder du musst in den Knast oder so, oder du wohnst im Ghetto, wo du an der Drogennadel hängst. Aber in der Regel ist in unserer Gesellschaft alles geregelt, alles ist easy. Das heißt, du brauchst einen Beweggrund hinzu. Das heißt, überleg dir, was
für ein Leben stellst du dir vor? Was wäre deine Erfüllung im Leben? Was müsste passieren, damit du am Totenbett sagst, Mashallah, alles perfekt, alles ist richtig gelaufen. Wenn ich alles nochmal machen würde, hätte ich dasselbe nochmal gemacht und alles ist perfekt. Und das muss etwas Großes sein. Weil wenn du nicht irgendwas Großes erreichst, wo du selbst fühlst, dass dein Leben einen Mehrwert hatte, dann bist du nicht glücklich. Wir Menschen wollen gebraucht werden. Wir Menschen brauchen das Gefühl, besonders zu sein. Das erfüllt uns. Das gibt uns innere Erfüllung. Also überleg dir, was wäre das Besondere, was du für einen Mehrwert bringen müsstest, was du für einen Wert der Gesellschaft schaffen müsstest, damit du für dich sagst, boah, die Welt kann dankbar sein, dass es mich gibt. Und das gibt dir ein richtig geiles Gefühl. Und dann verinnerliche das und kämpfe dafür. Und dann hast du einen Beweggrund hinzu. Weil das weg von hast du höchstwahrscheinlich nicht. Und das ist der Grund, warum die meisten heute in unserer Welt nichts erreichen, obwohl sie alles erreichen könnten. Weil der Beweggrund weg von nicht da ist oder zu schwach ist und der Beweggrund hinzu gar nicht gesehen wird oder gar nicht entwickelt wird. In diesem Sinne, wir sehen uns und lass uns eine Delle ins Universum hauen.